Was geht ab YouTube? Pascal zu Bodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Video. Kleines Vogelhaus-Update. Es waren leider noch keine Vögel da, Leute. Das ist unverändert. Also ich habe einen wegfliegen sehen letztens. Das ist aber noch nicht viel und vor allem nicht genug. Eine andere Sache, die nicht genug ist, ist die Like-Anzahl auf diesem Video, ja. Ich möchte mir wieder angewöhnen, regelmäßig danach zu betteln. Denn wie ihr wisst, brauchen die kleinen Kanäle die Liebe der Community. Ich fahre jetzt ins Training und Kreuzhebenschere, Leute. Auf den Plan. I came up from nothing, nigga, you can't tell me shit, yeah. Did it on my own, check out my neck, check out my wrist, yeah. I swear I ain't never expected it to be like this. Now a nigga getting rich, I swear every day we lit, yeah. Wir sind übrigens schon am Ende vom vorletzten Trainingsblock vor der EM. Also diese Woche noch und ein Deload. Und der laufende Trainingsblock ist ja so ein bisschen gezeichnet vom Comeback. Ich habe ja vorher so nicht so richtig viel trainiert, regelmäßig. Also schon, ich war immer im Training. Allerdings haben wir ja die Rehab gemacht für den Hamstring. Und dann den privaten Stress, der so, ich konnte zumindest wenig Fokus ins Training bringen, ja. Ich war zwar immer da, aber so richtig rund lief das alles nicht. Also jetzt läuft es tatsächlich relativ rund. Ich habe jetzt Montag 282,5 Kniebeugen gemacht. Montag auch 180 auf dem Single gedrückt so. Und das ist halt noch verwunderlicher, weil meine Bank ja wirklich in der tiefe Rezession steckte, so wie mein Aktiendepot. 180 echt, die waren echt auch verhältnismäßig leicht, die Pause war gut. Schwerste Single für diesen Block. Ich habe für die EM eigentlich mir halt nicht mehr, also ich habe schon abgeschrieben, mehr drücken zu können als 180, aber vielleicht kommen wir da ja noch hin, weil wir haben ja noch einen ganzen Trainingsblock. Heben läuft immer noch, also so am wackeligsten, da ist irgendwie, da bin ich irgendwie noch am wenigsten zurück, da muss ich auch sagen, es ist mit dem Hamstring, bin ich auch noch sehr vorsichtig eher, ne? Da habe ich jetzt 290 als schwersten gehoben, allerdings hatte ich ja schon, bevor ich in diesen Block gegangen bin, 305 gehoben oder so. Also Heben ist auch schon da, aber ich fühle mich noch nicht so ganz. Heute heben wir nochmal pausiert 290 und dann sind wir auch schon im Deload angekommen. Dieses Video ist gesponsert von ESN und falls du Supplements suchst mit einer guten Qualität und Preis-Leistung, dann kommst du an ESN nicht vorbei. Mit meinem Code YB sparst du dabei immer den besten Rabatt und unterstützt mich im Alter, denn ich investiere meine Einnahmen aus diesem Affiliate jeden Monat in mein Rentendepot bei Scalable Capital. Auch für die findest du einen Link in der Beschreibung. Wenn du so nach so einer kleinen Pause wieder einsteigst oder nach so, da war Wasser, nicht so schlau, ne? Kamera und Wasser ist keine gute Kombi, ne? Dann ist es ja klar, dass die Technik so ein bisschen holprig ist und dass du so wieder zurückfindest erst. Und ja, so zwei Wochen reguläres Training wieder und du bist eigentlich da, ja. Jetzt zur Woche 3 war das zu erwarten. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass ich im Beugen schon wieder so viel Dampf habe, weil die 282, so leicht habe ich 282, ja, schon mal gebeugt, aber da war ich wirklich richtig fit. Ich bin richtig guter Dinge, weil wir jetzt wieder deloaden und dann nochmal einen dreiwöchigen Block haben und dann ist hier die EM. Und die ersten drei Wochen jetzt waren wirklich dialed in. Ich habe jetzt auch wieder regelmäßig Feedback mit meinem Coach gehalten. Also ich habe mich mal wieder gemeldet so. Das ist nämlich, ich bin da eher das Problem. Und wir haben den Block sofort laufend auf mich angepasst und haben, glaube ich, gerade so ein bisschen einen Gameplan gefunden, der funktioniert. Ich habe mich jetzt endlich mal durchgewrungen, diese Jordans anzuziehen. Ich fand sie, also ich habe mal so eine Abstimmung auf Insta gemacht und ihr meintet so, nee, die sind sowieso nicht so geil, Pascal. Aber ich finde die eigentlich geil. Ich hatte nur nie Bock, die anzuziehen. Also auch jetzt sind die nicht so geil kombiniert. Ne? Aber wen interessiert das schon? Und schau mal, Leute, ich habe die Hochkrüppel-LED-Lampe aus dem kleinen Raum nebenan jetzt doch hierher gebracht. Es ist übrigens nur 25% Helligkeit. Das ist voll hell. Und ja, der eine oder andere von euch weiß vielleicht, dass ich auch so ein bisschen Spaß am Training verloren habe, besonders diesen Sommer so. Neben der Geschichte mit meinem Vater jetzt in der letzten Zeit ist noch eine Sache mehr dazu gekommen, über die ich halt nicht reden werde, die halt auch nochmal wirklich reingebumst hat so. Ich erzähle euch immer alles, aber das geht nicht. Und an all diesen Fronten, also die halt wirklich große Stressoren waren, lichtet sich ja halt so langsam so ein bisschen die Dunkelheit. Und ich habe vor allem auch wieder Spaß im Training gefunden, jetzt die letzten zwei Wochen. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Mich gibt es jetzt auch bei TikTok, mich habe ich ja immer gewehrt dagegen, aber und zwar mache ich da diese Gym-Vlogs so ganz kurz und hart zusammengeschnitten mit diesem Ansteck-Mic. Ich habe so ein bisschen einen kleinen Charakter da auch, also es bin nicht unbedingt ich, aber auch irgendwie doch. Also ich verstell mich da jetzt nicht krass, aber ich lasse halt einfach so eine Seite raus. Und ich muss sagen, das hat mir tatsächlich Spaß gemacht, so dafür zu produzieren, Leute, wisst ihr. Wer also Bock hat, ne, auf TikTok, Darkside zu, schau mal rein. Ansonsten sind wir eigentlich gerade echt in einer guten Position so. Manchmal muss man das so ein bisschen reflektieren auch. Und ich bin gerade vom Körpergewicht her in einer guten Position. Ich denke mal so 96,5, 96. Ich wollte ja nicht mehr schwerer sein als 95,5, bevor wir in die EM gehen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr guten Weg hin. Und dann mache ich einen Watercut für den Rest. Und dann schauen wir einfach, wie die EM gut abreißen. So, ne? Heute, wie gesagt, nochmal ein Post-Deadlift. Wir arbeiten uns dann jetzt mal hoch auf dem Single mit 290 Kilo. Oh. Auf geht's, ne? Every day we live,
wait to get that vodka run. Put it on my arm. Jack counted the 50 with my mom. The ball done. All my car came far. My chain glowing. I ain't going, man. Look where we came from. All your bangles got my name on it. She want me to put my name on it. I got the hottest 16, one of the best you ever seen. But she like it when I sang on it. I came up from nothing, nigga, you can't tell me shit. Yeah, did it on my own, check out my neck, check out my wrist, yeah. I swear I ain't never expected it to be like this. Now a nigga getting rich, I swear every day we lit, yeah, man. Every day we lit, yeah, you can't tell me shit, yeah. Remember I was broke, broke, now I'm getting rich, yeah. Yeah, when you diamond colder than a bitch, then you know you lit. When you quit, you take a nigga back. Take off my neck, take off my wrist, yeah. I swear I ain't never expected it to be like this. Now a nigga getting rich. I swear every day we lit, yeah, man. Every day we lit, yeah. You can't tell me shit, yeah. Remember I was broke, bro. Now I'm getting rich, yeah. Oh, then a bitch, then you know you lit. When you quit, tell me that we lit. Yes, sir, baby, let's go. War ein guter Versuch. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Hookgrip nicht so perfekt angesetzt. Damit habe ich immer noch tatsächlich am meisten Probleme jetzt aktuell. Der Hookgrip, als ich vorher noch regelmäßig Sumo im Groove war, da war das wie so locked in. So, du hast es wie so ein, als würdest du so machen und dann zack sitzt dein Griff, ne? Der hat sich so rumgeschlungen. Jetzt muss ich doch irgendwie nochmal nachgreifen häufig und der sitzt nicht perfekt. Ich meine, selbst wenn er nicht ganz perfekt sitzt, kann ich das Gewicht mittlerweile sehr gut halten. Also am Ende ist das alles halb so schlimm. Aber ich hätte die Pause gerne einen Ticken länger gemacht. So einen Ticken länger, wisst ihr? Ich habe, wenn du genau hinschaust, siehst du es vielleicht nicht, aber wenn du auf Video hinsiehst, so, dann sieht man das vielleicht nicht so gut. Aber wenn du selber das Gewicht bewegst, dann fühlst du das, wie du nicht steinhart pausierst, sondern so ein bisschen dich dabei weiter bewegst. Und das sind so Feinheiten, ja. Aber es ist alles halb so schlimm am Ende. Sollte zu einer RP 7 sein. Und ich fand es zwar auch sehr akkurat. Ich habe übrigens nochmal so 5 Kilo mehr genommen, als ich sollte, ne? Es waren jetzt 295. Einfach, das ist mein individueller Spielraum auch immer, ne? 290 hatte ich mir so rückwärts geplant. Das war mein letzter schwerster Post-Lift, ne? Ihr wisst ja, Post-PR ist 325, Leute, ne? Also, das ist schon noch ein ganzes Stück Luft, so. Aber die waren ja auch nicht schwer. Also, 3-4 Reps hätte ich tatsächlich gemacht damit heute. Nicht mit dem Hookgrip, aber mit Zug. Nach dem Topsatz habe ich noch 3 Backoff-Sätze. Das hier ist gerade der erste. Ein Fünfer mit 245 Kilo. Danach nochmal mit 230 und 212,5 Kilo. Und im Backoff haben wir am meisten Volumen weggestrichen beim Sumo, weil das einfach den größten Einfluss auf meine Hamstring-Sehne nimmt, die ja so ein bisschen zu den Schmerzen neigt. Und solange der Stress außerhalb des Gyms für mich noch so wahnsinnig hoch ist, muss einfach das Volumen runter, was ich in den Hauptübungen absolviere, ne? Deswegen haben wir hier das Volumen nochmal drastisch reduziert. Ich glaube, insgesamt 30-40% Volumen haben wir rausgenommen. Läuft es tatsächlich wieder ganz gut oder es kommt zumindest wieder in die Gänge. Kann natürlich zwei Gründe haben. Zum einen, dass ich meine Diät jetzt ein bisschen verlangsame, damit ich halt, ja, also ich habe ja nicht mehr viel Gewicht zu verlieren. Aber die andere, hier seht ihr meine Bank hier. Ich habe meine Dialeico-Bank, die ich hasse, ja, ausgetauscht gegen das Rogue, gegen Rogue-Banken, Fatpad. Ich habe nur darauf geachtet, und das finde ich ist unfassbar wichtig, dass wir die gleiche Höhe haben und möglichst auch die gleiche Breite, ne? Die Rogue, das Rogue Fatpad ist ein bisschen breiter, aber von diesem Zentimeter oder so, das ist jetzt nicht so wild. Ich muss sagen, so viel anders fühlt sich halt auch nicht an, aber kann einfach nicht mehr die Leica-Bank sehen, Leute. Sie war schief, dann habe ich Schulterprobleme bekommen, weil sie schief war, also glaube ich zumindest. Dann habe ich sie gerade gemacht, dann habe ich keine Schulterprobleme mehr, aber ich habe einfach auch schon seit Monaten keinen Progress mehr gesehen auf der Bank. Und all das verkettet sich dann zu diesem Umstand, wo ich sage, ich will diese scheiß Bank nicht mehr sehen. Sag mal so, die Bank wird sicherlich nicht der Grund sein, warum es für mir da nicht mehr läuft, so. Aber guck mal, wenn du mal so einen neuen frischen Wind ins Training bringst, indem du dir mal ein neues Equipment-Teil holst oder so, du schöpfst wieder Motivation. Und das kann schon alleine daher kommen, dass wenn ich jetzt ins Training gehe und guck mal, ich trainiere hier immer in meiner Bude hier ganz allein her. Für mich sieht die Welt hier immer gleich aus. Ich sehe nie Unterschiede. So ein kleiner Unterschied wie, stell dir vor, da kommt ein neuer Typ in dein Gym rein, wo sehr viele sind, und du siehst den, auf einmal hast du ein neues Feuer gefangen, weil du besser sein willst als er oder so. Weißt du, vielleicht
Das ist meine Version davon. Ich kaufe mir eine neue Bank und dann denke ich mir, jetzt will ich diese Bank beeindrucken. Jetzt strenge ich mich mehr an auf die Bank. Ich habe mehr Bock wieder zu Bankdrücken. So, es kommt zum Bankdrücken an diesem Tag und ich sage, geil, ich habe Bock. Wo es vorher das komplette Gegenteil war. Das heißt, man kann auch ein bisschen sich selbst manipulieren halt und wenn es auch mal damit sein muss, sich mal ein Programm bei mir zu kaufen, damit du endlich mal den Arsch vom Sofa hochbekommst und regelmäßig ins Training gehst. Ne? Oder halt einfach so wie ich eine neue Bank. Ihr seht, was ich hier tue. Naja, heute ist aber kein großer Banktag. Heute ist Last Press da mit Füßen hoch. Now my diamonds on froze. Now I'm fucking niggas hoes. Yeah. I came up from nothing, nigga. You can't tell me shit. Yeah, did it on my own. Check out my neck, check out my wrist. Yeah, I swear I ain't never expected it to be like this. Now a nigga getting rich. I swear every day we lit. Yeah, every day we lit. Yeah, you can't tell me shit. Yeah, remember I was broke. Yeah, now I'm getting rich. Yeah, yeah, when you diamond colder than a bitch, then you know you lit. When you quick to take a nigga bitch, then you know you lit. Every day we lit. Yeah, every day. Every day we lit. Oh, yeah. Every day we lit. Oh, yeah. Every day we lit. Oh, yeah. Every day we lit. Yeah. Every day we lit. We lit. Every day we lit. We lit. Yeah. Every day we lit. Think yeah. It's a game. Think it's a game. Think it's a game. Yeah. I say every day we lit. You can't tell me shit. Puh. So Leute, Training ist durch und ich freue mich tatsächlich auf nächste Woche Deload. Ist gerade so, dass ich mich eigentlich ganz gut fühle. Und meine Performance ist auch gut. Das heißt, morgen und also morgens nochmal pausiertes Kniebeugen dran als Hauptübung. Und am Samstag nochmal Kreuzheben. Und ja, da werde ich dann nochmal einen wegheben, weil ich ja heute 2,95 gemacht habe. Gucken, wie ich mich fühle. 300, 305, so in dem Bereich. Ich habe auch schon die Flüge gebucht, Leute. Mein Wettkampf ist ja, so wenn ich mich richtig entsinne, am 4. Dezember, ne? Am 3. hin, am 5. zurück nach Warschau. Also falls jemand von euch zufällig in der Zeit in Warschau ist, ne? Dzień dobry, nazywam się Pascal, su. Mieszkam w Flensburgu. Jakże masz? Hab schon mal mein Polnisch geübt. Ja, Leute, und ich bin über eine Sache besonders froh gerade. Jetzt seit so der letzten Woche habe ich wirklich so viele Termine gecancelt. Wisst ihr, eine Sache, mit der ich wirklich struggle, ist so als, wenn du selbstständig bist, wenn du YouTuber bist und all so ein Krams, alle wollen was von dir, weißt du? Und ich will aber auch vielen... Ich weiß, dass es nicht für immer ist, so Leute, wisst ihr? Und ich will natürlich auch vielen das Recht tun, aber man muss so ganz hart selektieren und sagen so, ey, ich habe einfach keine Zeit für dich und für dich und für dich und für dich und für dich, so. Und das tut dir halt manchmal echt weh oder es fällt mir sehr schwer, weil das teilweise halt auch echt coole Leute sind, mit denen ich auch sonst ganz gerne was machen würde, aber einfach nicht die Zeit habe, so. Und ich habe jetzt halt gesagt, weil es mich schon fast mehr stresst, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne, aber ich lasse es jetzt einfach mal, ich sag's einfach mal so. Es stresst mich fast schon mehr, die ganze Zeit im Kopf zu haben, der, dies, das, was, jenes, Penis. Und wenn ich halt einfach allen Nein sag, Mann, so, dann stresst es mich nicht mehr. Dann ist es aus meinem Kopf raus. Und ich bin halt so ein Typ, der dann auch gerne sagt, so, ey, gerade keine Zeit, aber bald, bald, bald. Dann habe ich es die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ich habe jetzt wirklich seit ein paar Wochen angefangen, den Leuten zu sagen, keine Zeit, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich will meine Sportlerjahre auch noch genießen, mitnehmen, ja, und mich anstrengen, so. Und dafür ist jetzt gerade wichtig, wirklich, also ich habe 2 Kinder und das dritte auf dem Weg, ja. So in 6 bis 8 Wochen habe ich einen kleinen Sohnemann noch dazu, ja. Numero tres. Meine Familie wächst, ja. Dann habe ich privat, wie gesagt, gerade wahnsinnig viel um die Ohren, so gesundheitlicher Art in der Familie, ja, um das ich mich kümmere. Ich muss einfach meine Eier ganz vorsichtig auf die verschiedenen Baskets, wie heißt das? Keep your eggs in one basket. Ich kann keine Redewendung, Digga. vorsichtig verteilen, wisst ihr, was ich meine? Weil, wenn ich zu viel in eins tue und es kaputt geht, habe ich ein Problem. Auf der anderen Seite, wenn ich sie zu krass verteile, dann vergesse ich und verplane ich welche. Das macht jetzt gar keinen Sinn, ne? Wild, Digga. Wild, Pascal, wild. Naja, und ich habe halt einfach vielen Leuten gesagt, Leute, jetzt nicht. Ich konzentriere mich jetzt auf meine Familie und Powerlifting. Das bedeutet auch, dass ich mich vielleicht businesstechnisch für die Zukunft nicht perfekt voraussetze, aber ich verdiene verdammt gutes Geld so. Wir werden dieses Jahr die 500.000 Umsatz schaffen, Leute. Überleg mal, Alter, ist unfassbar, ne? Ich habe ja letztens erst das gezeigt, meine Einnahmen. Das verdanke ich euch, Mann, so. Und mein größter Traum ist es ein bisschen, einfach jetzt zurückzustecken, so auch mal wieder Zeit zu haben, abends PlayStation zu spielen und mich auf die EM vorzubereiten, mit regelmäßigem Training, regelmäßigem Essen mit meiner Familie zu spielen und nicht noch hier ein Call, da ein Termin, da noch Vorbereitung für dies. Und deswegen habe ich mich aus vielen zurückgezogen. Es wird sich, oder ihr kennt das, Leute, wenn man auf zu vielen Hochzeiten versucht zu spielen, ja, dann ist man auf keiner ganz. Das bedeutet, ich bin weder ganz für mein Business da, noch ganz als Sportler, noch ganz für meine Familie. Und das ist ein schwieriger Spagat, ja. Über 3 Ecken gerade schon, die ich aufgezählt habe. Da kann man noch mehr dazu. Aber ich muss einfach akzeptieren, dass ich auch geschäftstechnisch dann zurückstecke.
ebenso wie ich im Sport zurückstecken muss. Und ich möchte jetzt einfach ein paar mehr Eier bis zu der EM in meinen Sportbasket tun. Ja? Und danach wird sich diese Verteilung auch wieder ändern. Hört ihr die Trompetenmusik im Hintergrund? Meine Nachbarn, wir machen Trompetenkonzert. Die üben immer mittwochs um die Uhrzeit. Macht's gerade hier so ein bisschen melancholisch für mich. Naja, das soll es das Video gewesen sein. Gerade nicht so viel Action in meinen Vlogs, aber immerhin, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt, Mann. Vielleicht habt ihr mir dazu ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Mir hilft es nämlich manchmal so fast therapeutisch, eure Kommentare zu lesen, so in Ruhe. Naja, das soll es das Video gewesen sein. Passt, checken out. Peace, bro. Ciao.